Hey Leute, hier wären wir jetzt bei meinem ersten vollständigen Hiltren Guide für euch. Seit dem letzten ersten Eindruck Video hat sich doch einiges getan und ich muss sagen, ich denke, das hier wird eine ganz interessante Sache. Weil Hiltren ist ein Frame, der ist solide, man kann ihn auf viele verschiedene Arten spielen und es ist was anderes. Selbst die Builds kann man so stark abändern, das ist wirklich eine richtig schöne Sache. Es gibt einiges, das diesen Frame besonders macht. Und naja, gehen wir einfach mal kurz drauf ein. Fangen wir mal damit an, dass dieser Frame keinen Energiepool hat und wir verbrauchen anstelle von Energie unsere Schilde. Genauso seht ihr auch schon, bei meinem Bild habe ich jetzt relativ viele Schilde, also 3555 und jetzt würden die meisten sagen, das ist super viel, aber man kriegt die Schilde noch deutlich höher. Also ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich selbst nicht höher gehen möchte, aber es gibt halt Spieler, die gehen noch viel, viel höher. Und es gibt eine Spielweise, da arbeiten wir mit negativen Schilden und haben viel, 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 viel weniger. Also, ich habe ja schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Spielweisen und darauf gehe ich nachher ein. Beziehungsweise, ich sage euch jetzt schon mal eine Sache. Nachdem ich die passive Fähigkeit oder alle passiven Fähigkeiten erklärt habe, werde ich euch erst hier ein paar Tests zeigen, bevor ich euch genau die Fähigkeiten erkläre. Nur damit ihr so ein bisschen was im Hinterkopf für später habt. Und seht, warum ich das so gemoddet habe, wie ich es gemoddet habe, beziehungsweise genauer versteht, was man da so alles an Unfug anstellen kann. Also Energie 0, Schilde sehr hoch und fangen wir mit den ganzen passiven Fähigkeiten an. Hier wird nur ein Bruchteil der Fähigkeiten erwähnt, nämlich wenn unsere Schilde aufgebraucht sind, werden wir für 3 Sekunden unverwundbar. Die 3 Sekunden stehen hier nicht und das Ganze wird wieder aktiv, sobald unsere Schilde einmal voll aufgefüllt wurden. An der Stelle möchte ich was erklären. Diese Unverwundbarkeitsphase hat jeder Warframe. Das bezeichnet man als Schildgate. Und ihr habt es vielleicht schon bemerkt, wenn ihr mit einem normalen Frame gegen superhohe Gegner spielt und die euch treffen, werden mit dem ersten Schuss eure Schilde komplett aufgebraucht, dann seid ihr für einen Sekundenbruchteil unverwundbar und erst der zweite Schuss kann euch dann töten. Und bei Hiltren wurde das Ganze einfach auf 3 Sekunden erweitert. Nur das Wissen, dass dieses Schildgate vorhanden ist, sollte man eigentlich haben, weil jeder hat es bestimmt schon bemerkt, dass er einfach nicht gestorben ist und aus irgendeinem Grund überlebt hat. Und das ist halt dieser Grund. Weiter geht's. Die nächste passive Fähigkeit, die hier nicht erwähnt wurde, ist, dass wenn wir Überschilde haben, die Schnittstatuseffekte und der Toxinbrock bzw. auch der Toxinschaden nicht unsere Schilde umgehen, wie normalerweise, sondern auf unsere Überschilde übertragen werden. Und wenn unsere Überschilde aufgebraucht wurden, haben wir auch ein kurzes Gate, was verhindert, dass unser Schaden direkt durchschlägt. Also da wurde wirklich schon so ein bisschen mitgearbeitet, dass der Frame nicht einfach durch seine Schilde einfach getötet werden kann. Aber trotzdem ist es noch möglich, diesen Frame durch seine Schilde durchzutöten. Selbst mit dem einen Bild, bei dem man bestimmte Features ausnutzt. So, dann die nächste Sache. Ich weiß nicht, ob es als Passive zählt. Vielleicht ein bisschen, nämlich zum Beispiel, wenn wir rollen, haben wir hier ein anderes Animationsset, das fühlt sich auch anders an als Rollen und ihr seht schon, damit ist man flott unterwegs und ja, ist eine wirklich angenehme Sache. Das ist jetzt die Ulti, ignoriert das. Auf jeden Fall ist auch eine Erwähnung wert. Dann die letzte Sache, steht auch nicht in dem Text, deshalb zeige ich es euch direkt. Ich habe ja bereits erwähnt, Hiltren hat keinen Energiepool, aber wir können Energiekugeln aufsammeln. Was bringt uns das Ganze? Ihr wisst vielleicht, dass wenn die Schilde aufgebraucht sind oder wir Schildschaden bekommen haben, wir erstmal warten müssen, bis sich die Schilde wieder auffüllen. Bei Hiltren ist das Ganze jetzt etwas anders. Ich sammle jetzt mal kurz Energiekugeln ein und ihr seht, meine Schilde füllen sich direkt wieder auf. Ist eine interessante Sache. So. Dann habe ich gesagt, eine Sache wollte ich euch zeigen, bevor wir jetzt mit den Fähigkeiten loslegen. Und das bezieht sich jetzt auf das Schildgate, beziehungsweise auf ein Bild, den ich euch nachher noch genau zeigen werde. Wenn wir den zerfallenen Drachenschlüssel ausrüsten, werden unsere Schilde drastisch reduziert. Dazu kommt, wenn wir jetzt keine Schilde und sowas reinmodden, haben wir nur noch... Ne, das ist auch falsch, wir haben keine 1006... Wir haben 393 Schilde. Warum möchte man das jetzt haben? Naja, wenn man das Ganze noch mit einem Arcana kombiniert, dann kann das so aussehen, dass wir mehr oder minder ununterbrochen und verwundbar sind. Ihr seht es gerade, meine Schilde haben direkt angefangen, sich zu regenerieren. Das war wegen dem Arcana, das ich drin habe.
ist eine wirklich nette Sache, damit kann man arbeiten, ist aber irgendwo ein wenig gefährlich und es hat den Nachteil, dass man immer den Drachenschlüssel ausrüsten muss. Und das ist in meinen Augen eine sehr unangenehme Sache und mir persönlich gefällt das jetzt nicht so ganz. Ich habe es auch ohne Arcana ausprobiert. Ohne Arcana funktioniert es nicht wirklich. Also müsst ihr aufpassen. Die andere Sache, und das werdet ihr auch bei allen meinen Builds gleich bemerken, ich habe einen Mod drin, der die Statuseffekte abmindert. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Je nachdem, mit welchem Bild ich arbeite, habe ich zum Beispiel entweder gar keine Schilde oder ich habe Überschilde und benutze Fähigkeiten, die meine Überschilde wieder verbrauchen. Das bedeutet, zum Beispiel jetzt war ich eigentlich in diesem Schildgate drin, aber dennoch habe ich einen ganz kurzen Moment, in dem ich immer durch diese Gift-Status-Effekte sterben kann. Genauso, wenn einfach meine Überschilde aufgebraucht sind und dann zufällig ein Gegner vorbeikommt, der mir dann einen Statuseffekt zufügt, der kann mich in dieser Zeit töten. Und deshalb macht es meiner Meinung nach Sinn, zu versuchen, das zu umgehen. Weil ihr seht es gerade, obwohl ich so eigentlich tanky bin, kann ich trotzdem noch sterben. Ich hoffe, es ist rübergekommen, warum man das machen kann, warum man darauf achten sollte, weil ich möchte es nochmal zusammenfassen. Entweder wir benutzen einen minimalen Schildbild und haben dann unsere Unverwundbarkeit, können aber in diesem kurzen Moment zwischen den Unverwundbarkeiten einfach durch einen Statuseffekt umkommen, beziehungsweise wenn wir gerade überhaupt nicht in einer Unverwundbarkeitsphase drin sind, kann uns so ein zufälliger Proc töten. Oder selbst wenn wir ein Überschildbild haben und die Überschilde aus irgendeinem Grund gerade mal aufgebraucht sein sollten, zum Beispiel durch Fähigkeiten oder massiven Feindfeuer, dann kann es halt passieren, dass diese random Statuseffekte unser größter Feind werden. Aber man kann dagegen arbeiten. Gut, dann legen wir doch jetzt mal in den Fähigkeiten los. Eine Sache gerade noch, ich werde vermutlich öfters mal Energie sagen, aber wenn ich Energie sage, meine ich natürlich immer Schilde. Die erste Fähigkeit von Hildrin ist Freudenfeuer. Ich weiß, toller Name, aber ist gar nicht mal so schlecht, weil wenn wir diese Fähigkeit aktivieren, beschwören wir unsere Exalted-Waffe, also unsere Spezialwaffe, und die hat schon ein bisschen Power. Die Waffe zu beschwören kostet 50 Schild, einmal zu schießen kostet 100 Schild, das Ganze können wir aufladen und wenn wir es aufladen, machen wir 100% mehr Schaden, verbrauchen aber deutlich mehr Schild. Das bedeutet, bei einer vollen Aufladung wären das 450 Schild. Schon ziemlich krass, wenn man ehrlich ist. Interessant ist, wenn wir die Waffe nicht ganz aufladen, zum Beispiel nur zur Hälfte, machen wir auch nur 50% mehr Schaden, verbrauchen aber dann auch mehr Schild. So, die Waffe hat einen Base-Schaden von 500 Elektro, das heißt, das geht ordentlich in die Höhe. Und wir haben einen Crit-Multiplikator von 1,5, eine Crit-Chance von nur 5% und eine Status-Chance von 10%. Wir haben eine Feuerrate von 0,833 und einen Explosionsradius bei einem Schuss von 3 Metern. Interessant ist, dass das Ganze mit Fähigkeiten Stärke skaliert, mit Fähigkeiten Reichweite skaliert und wir können da ordentlich was rausholen. Nur um es euch gerade mal gezeigt zu haben, fast 40.000 Korrosionsschaden. Das heißt, wenn ich das aufladen würde, 80.000 Korrosionsschaden. Nicht schlecht, oder? Also, sind wir mal ehrlich, das haut schon ordentlich rein. Die Fähigkeit ist, wie gesagt, ganz interessant. Und an der Stelle möchte ich jetzt noch was erwähnen. Wenn wir in der Ulti sind und diese Fähigkeit aktivieren, haben wir zweimal diese Waffe. Die zweite Waffe ist rein kosmetisch und hat keinerlei Vorteil. Sieht aber gut aus. Wollte ich an der Stelle erwähnt haben. So, dann um euch jetzt mal kurz die Waffe zu zeigen. Das ist sie, also nochmal neu. Beschwören. Und jo. Hat halt eine ganz nette Feuerrate. Kann ich auch aufladen. Aber abgesehen davon, dass der Energie- oder Schildverbrauch dann super hoch ist, sehe ich eigentlich keinen Sinn drin. Derzeit kann ich auch einfach mehrmals schnell schießen. Naja. Gut, nichtsdestotrotz, damit kann man ordentlich Damage drücken, ihr habt ja gerade die Werte gesehen und nachher werde ich euch das noch ein bisschen genauer zeigen. Die zweite Fähigkeit, Raub. Raub ist jetzt wirklich die Fähigkeit, die Hildrin so ein bisschen ausmacht, abgesehen von ihrem Schildgeld. Ich habe ja eben gesagt, Hildrin kann nicht nur ihre Schilde verbrauchen, sondern auch wieder auffüllen und dafür verantwortlich ist halt die Fähigkeit Raub. Wenn wir es aktivieren, verbrauchen wir 150 Schild, haben dann erstmal einen 8 Meter Aura um uns rum.
und die breitet sich dann über 2 Sekunden aus mit 20 Metern pro Sekunde. Wir selbst und auch Verbündete, die von dieser Aura betroffen sind, werden von allen Statuseffekten befreit. Und wenn ein Gegner in Kontakt mit dieser Aura kommt, wird seine Rüstung bzw. sein Schild um 25% reduziert. Und uns wird das Ganze als Schild bzw. auch als Überschild wieder gut geschrieben. Das heißt, das ist unglaublich gut, um unsere Schild und alles wiederherzustellen. Das Problem so ein bisschen an dieser Fähigkeit ist, die skaliert mit allem. Das heißt, die skaliert mit Fähigkeiten Effizienz, die skaliert mit Fähigkeiten Reichweite, also zum Beispiel um die Initialreichweite zu erhöhen, bei standardmäßig 8 Meter. Das skaliert mit Fähigkeiten Dauer, um die Dauer zu erhöhen, in der sich das Ganze ausbreitet. Und das skaliert mit Fähigkeiten Stärke und erhöht die Menge an Rüstung bzw. Schild, die den Gegnern abgezogen wird. An der Stelle möchte ich noch was erwähnen. Corpus haben Schilde, Rhaenyra haben Rüstung. Befallene können beides haben. Ich glaube, die Thronen haben Schilde und die Moas, also die befallenen Moas, können die anderen Befallenen mit Rüstung buffen. Deshalb kann man diesen Frame gegen alle 3 Fraktionen verwenden, aber natürlich ist er am besten gegen Corpus und auch gegen Rhaenyra. Dazu kommt, dass die Fähigkeit eine relativ aufwendige Animation hat und auch mit Naturtalent und Speeddrift skaliert. Was man auch wissen muss, diese Schildreduktion oder Rüstungsreduktion skaliert multiplikativ. Das bedeutet, umso öfters wir es casten, umso weniger Schild und Rüstung haben die Gegner. Aber es ist halt relativ aufwendig, jetzt auf die 0 Rüstung bzw. 0 Schild zu kommen, wenn die Gegner super viel haben. Wenn es additiv wäre, super geil. Multiplikativ ist irgendwo auch geil, aber es ist halt sehr schwer, dann die gegnerische Rüstung vollständig zu entfernen. Wir können das Ganze nicht verwenden, wenn die Ulti aktiv ist. Ist relativ schade, weil gerade da bräuchten wir es doch sehr. Weil wenn wir in der Ulti sind, haben wir auch immer die 1 aktiv, also sehr hohen Energieverbrauch, wenn alles aktiv ist. Aber so müssten wir jedes Mal aus der Ulti raus, was für mich persönlich bedeutet, ich spiele eigentlich nur eine Kombination aus 1 und 2 oder maximal 1, 2 und 3. Aber alles in allem ist das schon eine gute Fähigkeit. Und was man auch auf jeden Fall wissen sollte, wir müssen nicht warten, bis die Fähigkeit sich voll ausgebreitet hat. Also das wäre jetzt einmal eine volle Ausbreitung. Wir können auch der Fähigkeit einfach sagen, sie soll direkt wieder zurückkommen, indem wir die Taste nochmal drücken. Gut, das Ganze möchte ich euch jetzt gerade mal kurz zeigen. Wie mache ich das am besten? Na doch, ich kann maximales Level nehmen. Zeige euch dann aber halt nur, dass ich Überschilde bekomme. Und ich mach's gerade mehrmals, damit ihr seht, dass die Rüstung jetzt nicht nach 1-2 Casts schon auf 0 runter ist. Obwohl sie jetzt jedes Mal reduziert wird, naja, haben die immer noch ihre Rüstung. Weil wie bereits erwähnt, das ist multiplikativ. Natürlich geht die Rüstung jetzt relativ schnell weit runter, das bedeutet Korrosionsschaden skaliert super gut. Aber ihr braucht jetzt halt nicht zu hoffen, dass die Rüstung direkt weggeht. So, dann die nächste Fähigkeit, Zuflucht. Zuflucht ist jetzt so eine Fähigkeit, die ist etwas knifflig zu verwenden. Ich selbst kann damit jetzt nicht so viel anfangen, aber sie hat viele Verwendungsmöglichkeiten. Zum einen kann man es als Buff-Fähigkeit verwenden, man kann es als Damage-Fähigkeit verwenden, man kann es als Hybrid-Fähigkeit verwenden und ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn wir diese Fähigkeit aktivieren, kostet es uns 250 Schild, pro betroffenen Verbündeten kostet es 5 Schild die Sekunde, pro Gegner 25 Schild die Sekunde und das Ganze hat einen Radius von 15 Metern. An der Stelle will ich nochmal erwähnen, wir haben Raub, was unsere Schilde immer wieder auffüllt, auch während wir Zuflucht aktiv haben. Also Energie- oder Schildkosten sind wirklich nicht unser Problem. Wenn ein Verbündeter von dieser Fähigkeit betroffen ist, jetzt wird's interessant, wird sein maximales Schild um 500 erhöht, seine Schildladerate wird um 80% erhöht, beides skaliert mit Fähigkeiten Stärke, und zusätzlich bekommen die Verbündeten auch diesen Schildgate-Effekt, den wir haben, also diese Unverwundbarkeit, wenn das Schild aufgebraucht ist. Und das ist wirklich eine interessante Sache. Genauso, wenn der Link abbricht, das, was sie an Bonusschilden hatten, wird ihnen als Überschild gut geschrieben, bis es aufgebraucht wurde. Wird jetzt ein Verbündeter von Zuflucht getroffen, bekommt er 200 Strahlungsschaden die Sekunde. 200 Strahlungsschaden die Sekunde ist jetzt nicht super, super viel. Aber man kann drumherum wirklich ein Damage-Bild aufbauen. Das heißt, ich glaube, man kriegt das Ganze hoch bis auf 600, 700 Strahlungsschaden die Sekunde auf einem
akzeptablen Radius. Also man kann, wie gesagt, ein Damage-Bild drumherum bauen. Es funktioniert, es macht auch so Mid-Level, Low oder Mid-Level noch ein bisschen Kills. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, als würde es andere AOE-Damage-Fähigkeiten von anderen Frames wirklich outperformen. Also da haben wir wirklich Dutzende Frames, die besseren AOE-Damage machen. Nichtsdestotrotz, die Fähigkeit kann man dafür verwenden. Und der Team-Buff ist jetzt auch nicht so ohne. Also sollte man auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen. Viel mehr gibt's zu dieser Fähigkeit jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Also können wir jetzt eigentlich auf die Ulti eingehen. Aegis Sturm. Aegis Sturm ist auch wieder eine sehr spezielle Fähigkeit. Wenn wir die Fähigkeit aktivieren, werden wir in den Arcwing-Modus, in einen Arcwing-Modus versetzt und können unsere erste und dritte Fähigkeit noch nebenbei verwenden. Ihr habt es ja eben schon kurz gesehen, wenn wir die 1 verwenden, haben wir 2 Waffen, wobei die zweite nur kosmetisch ist. Und die 3, ihr wisst, wie sie funktioniert. Wenn wir in der Ulti drin sind, können wir bis zu 10 Metern über dem Boden schweben. Ich zeige es euch gerade mal, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Und was interessant ist, achtet jetzt gerade mal hier auf den Radius. Umso höher ich fliege, umso kleiner wird der Radius und umso höher wird der Damage, der in diesem Bereich gemacht wird. Und das Ganze ist dann 10 Meter über dem Boden. Also bis zu 10 Meter über dem Boden. Gegner, die in diesem Bereich sind, werden in die Luft katapultiert und können Energiekugeln droppen lassen. Und genauso bekommen sie wieder 200 Strahlungsschaden pro Sekunde. Was, wenn man bedenkt, dass wir Zuflucht und Aegis-Sturm gleichzeitig laufen haben können, langsam doch zu einem ganz akzeptablen Damage-Potenzial wird. Ja, pro Sekunde verbrauchen wir 25 Schild, pro Gegner auch nochmal 25 Schild, alles die Sekunde. Das Ganze hat einen Radius von 15 Meter, aber wird umso kleiner, umso höher wir fliegen. Und was interessant ist, wenn wir die Fähigkeit deaktivieren und auf dem Boden landen, schmettern wir auf und machen 500 Einschlagschaden. Wir können in der Luft dashen, das kostet uns aber auch 50 Schild und wir sind mehr oder minder relativ langsam. Also ich zeige euch das gerade nochmal genauer. Das hier ist unser Movement Speed, also ist okay, aber jetzt nicht berauschend. Ich kann dashen, aber wie ihr gerade oben seht, verbraucht das nochmal deutlich mehr Schilde. Und wenn ich es jetzt deaktiviere, wäre das hier jetzt nochmal der Einschlagsschaden. Alles in allem, man kann die Fähigkeit verwenden und ich zeige es euch gerade auch noch an ein paar Gegnern, damit ihr es jetzt mal in groß seht. Und nicht nur als kleines Bild. Ja, ist eine nette Sache. Was ich an dieser Stelle noch erwähnen sollte, da hatte ich selbst große Probleme mit. Mit der Leertaste können wir hochfliegen. Mit der Duckentaste können wir wieder runterfliegen. Und das muss man halt wissen. Zum Beispiel, ich habe mein Ducken auf meine Maus-5-Taste gelegt, nicht auf STRG. Am Anfang konnte ich immer nur nach oben fliegen, habe immer unter der Decke gehangen und habe nicht rausgefunden, wie ich wieder runterkomme. Aber mit der Duckentaste können wir halt wieder landen. Muss man halt wissen. Ja, das wären die 4 Fähigkeiten. Dann können wir jetzt zu den Builds kommen. Also ich habe jetzt hier für euch 2 Builds vorbereitet, aber es gibt viel, viel, viel mehr Builds. Und selbst die Builds, die ich für euch vorbereitet habe, sind äußerst flexibel und ihr könnt äußerst viele Mods austauschen. Also, legen wir los. Der erste Build, das ist der Build, den ich hauptsächlich benutzen würde, wäre dieser hier. Und da hätte ich als Aura drin ätzende Projektion, damit ich den Gegnern mehr Schaden mache. Aber bedenkt, wenn die Gerüstung ganz weg ist, haben wir ein Problem bei Cranier. Das bedeutet, achtet drauf, wie viel Rüstung ihr abzieht. Dann habe ich drin kraftvolle Drift, schattenhafte Verstärkung, blinde Wut, damit ich auf 258% Stärke komme. Bis jetzt eigentlich noch nichts optional. Adaption, auch eigentlich ein Must-Have-Mod, weil der reduziert unseren Schaden, den wir gegen unsere Schilde und unser Leben bekommen. Also eine geile Sache. Und Umlenkung erhöht unsere maximale Schilde, was wir auch absolut haben wollen. So, jetzt kommen wir in den optionalen Bereich. Optional sind engstirnig, flüchtige Expertise irgendwo, Stromlinie und schnelle Genesung. Flüchtige Expertise, Stromlinie habe ich jetzt gerade beide drin, damit ich niedrige Kosten habe, aber rein theoretisch könnten wir auf Stromlinie verzichten. Engstirnig habe ich drin, damit wir viel Dauer haben, aber das geht auf Lasten der Reichweite. Dadurch breitet sich unsere 2 halt möglichst weit aus und wir bekommen super viel Schild und Überschild wieder. Schnelle Genesung habt ihr eben gesehen, warum wir es drin haben. Es kommen manchmal noch einzelne Procs durch.
Und durch schnelle Genesung wird die Anzahl der Gift- wie auch der Schnittprocs auf einen einzigen Dot reduziert. Also, das macht schon sehr viel aus. Die Sache ist jetzt, wir brauchen nicht so viel Effizienz. Also, so viel Effizienz zu haben ist schön, aber wenn wir sie nicht drin haben, tut es uns jetzt auch nicht besonders weh. Um es euch gerade mal zu zeigen, wir haben jetzt einen Verbrauch von 32,5. Jetzt haben wir einen Verbrauch von 47,5. Mit der 2 haben wir das aber schnell wieder aufgefüllt. Die kostet gerade 142 Energie, so kostet sie nur noch 97,5 Schild. Ja, Schild und Energie vertausche ich jetzt oft, aber ihr wisst, was ich meine. Die nächste Sache, schnelle Genesung, auch optional. Wenn ihr wenig Angst vor den Procs habt, könnt ihr das rausnehmen. Und engstirnig können wir theoretisch auch rausnehmen. Das bedeutet 3 flexible Modplätze. Was könnte man damit jetzt so alles anstellen? Als kleines Beispiel, man könnte, nebenbei, wir haben jetzt wieder einen Explosionsradius von 3 Metern, eben waren es nur 1, noch was Meter. Wir könnten jetzt zum Beispiel reinmachen Prime-Kontinuität. Damit würde schon mal unsere Dauer deutlich wieder hochgehen. Also, nette Sache. Wir könnten reinmachen überdehnt. Dadurch geht unser Damage runter. Statt knapp 40.000 Korrosionsschaden würden wir dann noch knapp 30.000 Korrosionsschaden machen. Und da hätten wir immer noch einen Modplatz frei. Das bedeutet, rein theoretisch könnten wir zum Beispiel überlegen, auf noch mehr Dauer zu gehen. Nur um euch jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Also wir könnten dann Konstitution reinmachen. Oder was ich euch eigentlich noch mehr empfehlen würde, wir könnten Primed Lebenskraft reinmachen. Ah, passt gerade bei mir nicht. Wir könnten Primed Lebenskraft reinmachen und wären dann bei 4545 Schild und 390 Leben. Ist eine schöne Sache, aber mein Hauptproblem ist einfach, unsere Dauer ist zu kurz. Wir sind bei einer Dauer gerade von 0,8 Sekunden mit Primed Kontinuität von 1,9 Sekunden. Und wenn wir jetzt bedenken, dass sich die 2 um 20 Meter pro Sekunde ausbreitet. Ja, ihr merkt schon, Dauer ist da relativ wichtig, sonst bekommen wir eigentlich Probleme. Deshalb würde ich euch empfehlen, versucht mehr als 2 Sekunden Dauer zu haben. Als kleines Beispiel nur engstündig auf 6 reinmachen, dann sind wir jetzt wieder bei 40 Meter, 48 Meter Reichweite, die wir hier haben. Also 2 Sekunden a 20 Meter plus die, hier sogar jetzt 11,84 Meter Initialreichweite. Also ihr merkt's, wir können unglaublich viel rumspielen. Findet einfach die 3 Mods, die euch am besten passen. Ob ihr jetzt auf Effizienz geht, auf Reichweite geht, auf Dauer geht, das ist absolut euch überlassen. Da könnt ihr eigentlich sehr viel rumspielen. Als Arcanas würde ich euch einmal empfehlen Barriere. Bei Schaden haben wir eine 4% Chance, alle Schilde wieder direkt herzustellen. Sehr geil. Und Aegis ist so ähnlich dann wie eine Energiekugel. Wir haben eine 6% Chance bei Schaden, 60 Schilde pro Sekunde für 20 Sekunden wieder herzustellen. Das Refresh die ganze Zeit, das heißt, ab einem gewissen Punkt ist es ununterbrochen aktiv. Und gleichzeitig bedeutet es einfach, dass unser Schildreck die ganze Zeit aktiv ist. Und das ist eine sehr schöne Sache. Genauso könntet ihr jetzt hier überlegen, auch noch auf Schildladerate zu gehen. Aber bedenkt eine Sache. Wir haben unglaublich viel Schild. Bis das wieder oben ist, das dauert ziemlich lange, selbst mit Schildladerate. Das heißt, die 2 ist eigentlich die Art und Weise, wie wir unsere Schilde wieder auffüllen wollen. Gut, dann der andere Build, dieser Tank-Build, aber dazu muss ich eine Sache sagen. Ich mag ihn nicht. Hat einen ganz einfachen Grund. Er funktioniert nur unter 2 Voraussetzungen. Zum einen, ihr müsst den Drachenschlüssel drin haben, sonst geht es nicht. Zum anderen, okay, es könnte gehen, aber sehr, sehr unzuverlässig. Und zum anderen, ihr müsst Arcana Aegis und oder Arcana Barriere drin haben. Wobei Aegis eigentlich Must-Have ist, Barriere ist nur ein nettes Gimmick. Wenn wir diese Dinger nicht drin haben, können wir machen, was wir wollen. Unsere Schilde werden einfach nicht oft genug wieder voll aufgeladen, was bedeutet, wir sterben. Das bedeutet, dieser Build ist nur von Interesse, wenn ihr den Drachenschlüssel drin habt und wenn ihr diese Arcanas besitzt, beziehungsweise wenn ihr Arcana Aegis besitzt. Nur dann ist dieser Build von Interesse für euch. Wobei ich auch hier sagen muss, eigentlich sind so gut wie alle Mods optional. Das einzige, worauf man wirklich achten sollte, ist Schildladerate, weil wir haben jetzt gerade mal
Was waren es? 300, ein paar 20 Schild, glaube ich. Das bedeutet, mit schneller Ablenkung wie Lanta Elan und Zähigkeit haben wir eigentlich eine Schildladerate, die in Kombination mit Arcana Aegis ausreichen, um unsere Schilde wieder vollständig aufzufüllen. Der ganze Rest hier außenrum ist einfach nur Platzfüller. Das heißt, Aura vollkommen egal. Ich habe jetzt Beutedetektor genommen, in Kombination mit interagierende Drift, wobei auch das vollkommen egal ist. Dann habe ich Vitalität reingemacht, damit ich ein bisschen mehr Gesundheit habe. Und in Kombination mit Adaption und schneller Genesung habe ich dann die Chance, ein bisschen Schnitt- und Gift-Statuseffekte, die dann auch nur noch vereinzelt wegen schneller Genesung durchkommen, zu überleben. Prime trittsicher, einfach damit es angenehmer ist. Und Stahlfasern, damit ich noch ein bisschen mehr Rüstung habe und auch meine Chance größer wird, diese Statuseffekte zu überleben. Was muss man bei diesem Bild wissen? Dieser Bild spielt ohne jegliche Fähigkeit. Das Einzige, was ich mache, ist in eine Mission reinkommen und durchlaufen, beziehungsweise mit meinen Waffen alles andere erledigen. Ich benutze keine Fähigkeiten, ich mache nichts, was diesen Frame jetzt ausmacht, außer sein Schildgate nach Möglichkeiten auszunutzen. Gut, so viel jetzt allgemein zu den Builds oder genauer auf die Builds einzugehen. Was es noch gibt, es gibt Arcanas, die gegen unsere Statuseffekte sind. Das heißt zum Beispiel, einmal hätten wir das Arcana Widerstand plus 80% Resistenz gegen Giftschadenseffekte und da hätten wir auch noch eins gegen Schnitt, was genau das gleiche macht. Das bedeutet, wenn man einmal das 80er und einmal eins auf Stufe 0 drin hat, was 20% gibt, wären wir bei 100% und können kein Gift und keinen Schnittschadenseffekt mehr bekommen. Aber wir brauchen halt zwei von beiden. Und da wir nur generell nur zwei reinmachen können, müssten wir uns für einen Typ entscheiden, gegen den wir immun werden wollen. Und meiner Meinung nach sind die Schild-Arcanas da einfach besser. Gut, fertig mit den Builds. Gehen wir auf die Waffen ein. Primärwaffe, egal. Sekundärwaffe, egal. Nahkampfwaffe, egal. Fokus, egal. Waffe, also Freudenfeuerladung, wird meiner Meinung nach so gemoddet. Ich modde die Waffe auf Feuerrate und puren Damage, weil unsere Statuschance mit 10% ist ziemlich gering. Und naja, da kriegt man halt ordentlich was an Damage raus. Ich habe jetzt drin Hornissenstich, Laufstreuung, tödlicher Schwall, die drei Standardmods wie immer. Dann zwei Geschwindigkeitsmods, Revolverheld und anemische Agilität, damit ich möglichst schnell schießen kann. Dann Auge, Pakt, Zuckung und Pathogenprojektile. Und damit komme ich dann halt auf meine 40.000 Schaden. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal ganz kurz gezeigt haben. Ich nehme gerade eine gemischte Gegnerpalette ohne Uralten, weil der wird mir Probleme machen. Und dann schauen wir einfach mal, wie gut das funktioniert. Ne, ohne Uralten habe ich gesagt. Wobei man jetzt natürlich wissen muss, je nachdem, gegen welche Fraktion wir spielen. Hey! Erst die Gegner töten, Mist. Je nachdem, gegen welche Fraktion wir spielen, gegen welchen speziellen Gegner wir spielen, brauchen wir unterschiedliche Elementareffekte. Das heißt zum Beispiel, so eine Bombarde ist anfällig gegen Strahlungsschaden, ein Kanonier ist anfällig gegen Korrosionsschaden, Korpus sind anfällig gegen Giftschaden und Magnetschaden und so weiter. Das bedeutet, das wird sich jetzt nicht gegen jeden Gegner optimal verhalten, aber alles in allem kann man damit schon was reißen. So, los geht's. Sagen wir jetzt mal, mein Schild wäre niedrig. Mach ich gerade noch 2. Schild ist wieder voll und weiter geht der Spaß. Ja, gut. Da fehlen mir jetzt gerade ein bisschen die Worte. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ist aber witzig. Ah, das ist wahrscheinlich, wenn ich zu nah rangehe. Na, jetzt ist es komplett buggy. Keine Ahnung, was da abgeht. Auf jeden Fall, ihr seht schon, der Damage, den wir machen, der ist wirklich ganz nett. Nur so spielweisentechnisch müssen wir wirklich auf wenig Sachen achten. Wir versuchen halt, möglichst viel Schaden zu machen und die ganze Zeit unsere Schilde wieder aufzufüllen, indem wir die 2 spammen. Aber ihr müsst bedenken, gerade gegen Level 165er Heavy Gunner oder auch die Bombarde mache ich akzeptablen Schaden. Bedenkt mal, was die für ein Damage Reduce haben. Also, das ist verdammt viel. Also, der Frame macht ordentlich Schaden.
alles in allem, falls ihr meine Meinung wissen wollt, Hildren ist ein solider Tank, den man so oder so spielen kann. Hildren kann schön Schaden machen, man kann den Frame sehr flexibel modden und alles in allem, man kann mit dem Frame eigentlich nichts falsch machen. Es ist jetzt kein Nonplusultra-Frame, weder was den Schaden angeht, noch was das Tanken angeht, aber es ist einfach mal was anderes und meiner Meinung nach ist es einfach schön, sowas zu haben. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.